So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das sind ja die neuen Lego Minecraft Wundertüten. Wundert euch nicht, was drin ist. Die Nummer 1 für 7 Euro. Und ihr seht, was wir da drin nur haben könnte. Aber ich habe ja von schon ein paar aufgemacht und habe euch gezeigt, was ich immer drinne hatte, obwohl der lange Schwarze, habe ich ja schon eine Armee von gemacht. Habe ich euch damals, wo das Magazin rausgekommen ist, gezeigt. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja da draußen einige, vielleicht du oder du, die Minecraft-Fans seid. Und hier zeige ich euch nochmal, was ihr drinne haben werdet, wenn ihr euch eine oder mehrere Wundertüten kauft. Wie gesagt, ich öffne jetzt 5 neue Lego Minecraft Wundertüten Nummer 1 für 7 Euro das Stück. Ja, Preise waren auch schon mal besser. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an. Und ihr kennt das Ganze ja. Ich verlinke euch natürlich irgendetwas von Lego Minecraft unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr einen Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Weil ich sage es mal so, ein kleines Minecraft-Set ist, glaube ich, mehr wert wie so eine Wundertüte. Ja, cooles Magazin damals gewesen. Ja, Aquaman. Hiervon könnte man sich eine Armee vorstellen bei Minecraft. Und? Spinnewupp. Ja. Spinne ist ein älteres Tütchen. Könnte man sogar bei Harry Potter. Oder wenn ich jetzt sage, Herr der Ringe rein zu. Würden jetzt viele kritisch werden. Nein, so besonders sieht die nicht aus. Zweite. Und ist da schon was bei, was ihr gebrauchen könnt oder was ihr nicht? Ah. Oh, ein Comic. Ja. Gab es ja erst auf dem Magazin, dann auf dem Comic, aber das kennen wir ja ganze. Das war, glaube ich, einer mit der ersten damals, wo die Minecraft-Magazine rausgekommen sind. So, ich lege es mal hier rüber. Ist abgegangen. Ihr habt es ja schon gesehen. Zack. Schon mal eins doppelt. Dritte Wundertüte. Spinnewupp. Da muss ich wieder mit Tesafilm zukleben. Ist so aufgerissen. Aber schon das zweite Doppelte. Und ihr seht jetzt schon, und definitiv die Reise hingeht. Stell ich mal hin, dass ich gleich sofort weiß, aber ihr wisst ja, hiervon jetzt 2. Kommen nun zur vierten. Also ihm wird er wahrscheinlich Aquaman auf jeden Fall drin haben. Ja. Aquaman, also das Lego Minecraft Magazin Nummer 11. Das ist ja das Magazin Nummer 11. Werdet ihr wahrscheinlich mit sehr viel Wahrscheinlichkeit drinne haben. 4 Wundertüten, 4-mal drinne. Spinnewupp. Wahrscheinlich auch. Ein bisschen vorsichtiger. Ältere Tüten, ihr habt es gesehen. Reißt sofort auf. So. Und jetzt ist es schon soweit. Die 5. und letzte Lego Minecraft Wundertüte Nummer 1. Wundert euch nicht, was drin ist, aber es kennt ihr ja alles. Also ich bin ehrlich, pro Polypack, was hier liegt, oder Mini-Polypack-Figur, 3,50 Euro. Da kriegt man schon, weil 7 muss man ja ausgeben für eine Wundertüte, da kriegt man schon ein kleines Lego Minecraft Set. Ist so, ist meine Meinung. Eure ist,
könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, ich verlinke euch irgendwas, was günstiges von Minecraft, wo ihr vielleicht mehr Spaß dran habt. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr einen Link benutzt, wisst ihr ja, danke dafür, unterstützt ihr meinen Kanal. Und ihr seht, Aquaman habt ihr auf jeden Fall drinne. Spinnewob dreimal drinne. So, jetzt seid ehrlich, habt ihr euch schon welche gekauft davon und was hattet ihr drinne? Schreibt es mir in die Kommentare. Für einen Daumen hoch bin ich immer zu haben. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.